Das sind Kollegen, hat er schön gesagt, ja. Ich möchte ihn auch mal ansagen dürfen, vielleicht können wir das nächste Mal umdrehen, damit wir mal Harald Schmidt mal. Aber das gibt mir das Stichwort, sind wir schon mittendrin. Wir kommen jetzt zur ersten Quizfrage, mit deiner Erlaubnis. Du ja, bist gerne. An sich für das zuständig. Ich möchte es auch mal erleben, wenn Sie mal hier... Ach so, wollen Sie auch direkt? Nee, das ist gut, was ja. Neue Spielidee? Was ist denn da drin? Was ist da drin? Nee, ein Hauptpreis, neue Drehbücher. Was? Nein, nein, falsch. Alte Pointen. Nein. Wenn Sie mal kurz möchten, vielleicht gewinnen Sie, können Sie allerdings nicht viel. Kommen Sie nicht drauf, das dauert mir auch zu lang. Vielleicht Sie nochmal. So viel Zeit haben wir nicht. Ja, mein Gott, was ist denn hier los? Mal einen Tipp mal abgeben zumindest. Ja, zumindest mal geschüttelt. Unterwäsche ist falsch. Ich merke das schon. Meine Damen und Herren, Sie kommen nicht drauf. Hier sind Schicksale drin. Ich habe einmal heute hier unverbindlich zu vergeben. Einmal 11 Monate Haft. Eine Einstellung vielleicht. Einmal U-Haft. Eine Geldstrafe. Vielleicht einen kleinen Freispruch. Weiß ich noch nicht. Jetzt werden die Älteren unter Ihnen schon wissen, worum es sich handelt. Ich weiß nicht... ob Sie schon mal vor Gericht waren. Wie ist die Sache mit dem Führerschein ausgegangen? Haben Sie ihn wieder? Ja, können Sie doch zufrieden sein. Es geht um den Richter. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob Sie wissen, was ein Richter ist. Ich meine, ein Richter ist ein Mensch wie du und Sie. Ein Richter unterscheidet sich vom Arzt dadurch, dass er einen schwarzen Kittel trägt. Ja. Er steht gewöhnlich wie jeder Mensch so gegen 7 Uhr auf. Gegen 7.15 Uhr haut er zum ersten Mal seine Ehefrau an, weil das Frühstücksei etwas zu hart geraten ist. Dann zieht er sich langsam an, macht sich auf den Weg, kauft unterwegs noch ein kleines Geschenk für seine Freundin ein, die er in der Mittagspause treffen wird. Dann betritt er durch den Hintereingang das Gerichtsgebäude. Und dann, meine Damen und Herren, beginnt ein Vorgang, den Sie normalerweise nie zu sehen bekommen. Ich darf das heute auch nur zeigen mit der besonderen Erlaubnis des Kammergerichtspräsidenten von Berlin. Anlässlich des Satire-Festivals. Das ist der heilige Vorgang der Verwandlung. Ich werde mir nun in wenigen Sekunden vor Ihren sehenden, unstaunenden Augen im Namen des Volkes verwandeln. Dieser Vorgang ist äußerst kompliziert. Ich fordere dazu auch absolute Ruhe, Ehrfurcht und innere Einkehr. Es klappt noch nicht immer, muss ich Ihnen natürlich sagen. Aber wir starten einen Versuch. Absolute Ruhe, bitte. Es ist auch so, um Sie nicht zu enttäuschen. Der Vorgang ist äußerlich völlig banal. Es passiert im Grunde nicht viel, dass man sich sowas ansieht, das kennen Sie ja selbst, nicht? Es ist mir eine Glaubensfrage, eine Einstellungsfrage und deshalb möchte ich Sie bitten, damit wir das besser genießen können, vielleicht für einen kurzen Moment die Augen zu schließen. Uns wird dir gefallen, bitte, ja? Gut, dann sehen Sie es wieder nicht. Dann machen wir es wieder. Ja, das ist wieder ein Fehler gewesen. Dann machen wir es wie immer auf dem Richterklo oder im Ankleidungszimmer. Ich muss Ihnen allerdings eins sagen. Wenn der Richter dann rauskommt, das kennen Sie ja nicht wahr, stehen Sie kurz auf. So, Herr Wachtmeister, jetzt machen wir das Fenster zu. Die Zeit läuft. Sie nehmen den Kaugummi bitte aus dem Mund, setzen sich anständig hin. Herr Wachtmeister, können Sie meine Kantine anrufen, was wir heute an Stammessen haben, ja? Was? Roulade. Sehr gut. Einmal Roulade mit zwei Klößen. So, erster Fall. Bis der Herr Anwalt darf überhaupt das Verfahren eröffnen. Ja, danke schön. Sie sind dann hinter mir dran. So, erster Fall. Bis der Herr Anwalt! Was wollen Sie denn sagen? Ich habe doch selbst noch nichts gesagt. Stellen Sie einen Antrag, wenn Sie was sagen wollen. Erster Fall. Bis der Herr Anwalt, wir können gemeinsam singen, aber wir können nicht gemeinsam reden. So, jetzt halten Sie den Mund, sind nach mir dran. Erster Fall. Bis der Herr Wachtmeister mit der Roulade, haben Sie gespeichert, ja, zwei Küsse. So, erster Fall. Bis der Herr Anwalt! Letzte Verwarnung, hätten Sie ein besseres Examen gemacht. Würden Sie jetzt hier oben sitzen, nicht so blöd da unten oben stehen. So, erster Fall. Bis der Beste, müssen Sie selbst beschreiben. Erster Fall. Bis der ich bin Herr Anwalt! Pfister, ich bin wie Sie ein Gegner jeglicher Gleichmacherei. Es gibt allerdings gewisse Regeln, Herr Pfister, an die müssen wir uns alle halten. Die einfachsten Regeln sind die des Straßenverkehrs, Herr Pfister. Wir kennen die drei Phasen Ampelschaltung. Bei Rot halten wir unser Fahrzeug an der weißen Haltelinie an, nicht wahr? Bei Gelb beginnt das Spiel von Gas und Kupplung. Wir legen den Gang ein und fahren bei Grün angemessen der neuen Verkehrssituation. Weiter Sie nicht, Herr Pfister. Herr Anwalt! Herr Pfister, ich bin ja gleich fertig.
Herr Pfister, Sie rasen mit 70 einfach bei Rot über die Kreuzung, laden sich eine alte Omi auf den Kühler, als die Polizei Sie anhält, hauen Sie die Beamten an, scheiß Bullen, das kennen wir ja. Ich will es kurz machen. Herr Pfister, wie heißt die Farbe, bei der wir im Straßenverkehr alle anhalten müssen? Herr Pfister, Farbe der drei Buchstaben. Pfister, Pfister. Was ist denn Pfister? Was? Herr Anwalt? Ihr Mandant ist gar nicht da. Ja, Herr Anwalt, das müssen wir doch vorher sagen. Ja, da müssen Sie mich mal ordentlich unterbrechen. Da müssen Sie mal dazwischen gehen, mein Gott, nochmal. Ich gebe Ihnen 5 Minuten Zeit, suchen Sie den Mandanten. So, wir ziehen vor. Müller, Müller, ist Müller da? Müller, sind Sie Müller? Aha, Herr Müller. So, so sehen Sie also aus. Das ist ja interessant. Wer ist der Herr neben Ihnen? Der Anwalt. Haben Sie einen Anwalt genommen? Ja, gibt es unter einem bestimmten Grund? Haben Sie was zu verheimlichen? Haben Sie Schwierigkeiten gehabt? Nein, Herr Anwalt, das ist sicher erlaubt, nur Sie kennen ja den alten Grundsatz, wer sich verteidigt, klagt sich an. Ja, Herr Anwalt, wollen wir sehen, ob das Sinn hat, dass Sie hier waren. Herr Anwalt, ja, ich brauche von Ihnen keine Belehrung. Ich habe den Fall gelesen, Herr Müller ist Sozialhilfeempfänger. Herr Müller, was bekommt man heute so, wenn man sich in der Sonne der Sozialhilfe sonnt? 496 Mark. Na und, ist doch gut. Ist doch besser als in die hohle Hand geschissen, Müller. Muss aussehen, wie ich mir bei 12.000 Mark über die Runden komme. Ich war Herr Anwalt, Sie auch, da verstehen wir uns. Sie war. So, aber Müller, Sie interessiert das nicht. Sie geben den Schotter aus. Wenn die Geldbörse leer ist, dann sagen Sie, ich wollte mal sehen, wie der Kaufhof in der Tiefparterre mein Problem löst. Schwupp, stehen Sie auf der Rolltreppe, nicht wahr? Nicht wahr? Zur Tarnung wird ein Einkaufswagen mitgenommen und dann rein ins Paradies. Weintegel lassen Sie heute diesmal links liegen, da ist Ihre Spezialmarke noch nicht nachgefüllt, nicht wahr? Fisch haben Sie letzte Woche erst preiswert eingekauft und da stehen Sie, Herr Müller, ich weiß, Sie können nichts dafür, das passiert so mit Ihnen, plötzlich stehen Sie vor der Tiefkühltheke, nun überschlagen sich die Ereignisse, das erste Hähnchen wandert bereits unter das Sack und das zweite folgt sogleich, nicht wahr? Da lächelt Sie in der Mitte noch ein drittes an, das soll auch nicht länger allein in der Kälte liegen bleiben, schwupp, von der Sacko, schnell vor zur Kasse, zur Tarnung wird ein Kaugummi für 50 Pfennig angezahlt, nicht wahr? Auf die Rolltreppe, Sie haben es eilig, zu Hause ist der Römertopf schon gewässert, nicht wahr? Rolle runter, Herd an, Flasche Wein auf und dann Spachtel, 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 Spachtel. Lassen Sie mich doch erst den Herrn Müller verarzten. Ja, Sie sind dann, bitte? Wie ist der Name? Frau von Dönitz, ob wir vorziehen können? Selbstverständlich, Müller, geht's beiseite! Frau von Dönitz, setzen Sie sich hin. Müller! Überlegen Sie sich so lange Ihr Geständnis. So, Frau, Herr Wachtmeister, haben Sie mal die Akte von der Frau von Dönitz? Bin im Moment gar nicht so. Frau von Dönitz. Ah, nein, ich weiß, nein, danke, danke. Haben Sie wegen der Roulade, das haben Sie im Griff, ja. Frau von Dönitz, ich habe den Fall gestern noch vor dem Einschlafen gelesen, das ist ein dickes Ei, nicht wahr? Frau von Dönitz, Sie stehen an der Supermarktkasse, haben vor sich im Einkaufskorb die Flasche Mattel VSOP drin, nicht wahr? In dem Augenblick, als Sie zahlen wollen, bekommen Sie von hinten von einer schwangeren Türkin mit 3 ungezogenen Kindern einen Schubs, Sie sausen gegen den Einkaufskorb, die Flasche Martelle in Gegenrichtung unter ihren Mantel. Dann kommt der schmuddelige Substitut Meier und legt seine fette Hand auf ihr neues Kapitänkostüm. Ach, Frau von Dönitz, das würde ich mir nicht gefallen lassen, würde ich übrigens Anzeige wegen falscher Bestuldigung stellen. Bitte? Sie haben es eilig? Ja, ich auch. Herr Wachtmeister mit der Roulade. Was? Sie sind nicht von hier? Woher kommen Sie, gnädige Frau? Aus Wien. Aus Wien, 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 ja du, alle. Habe ich 3 Semester studiert, wunderbare Stadt, was haben wir da gesoffen? Frau von Dönitz, grüßen wir Wien. So, es ergeht Urteilsverkündung in Sachen Frau von Dönitz. Frau von Dönitz wird von der Anklage des Warenhausdiebstahls freigesprochen. Begründung, es war zur Tatzeit kalt und regnerisch. Außerdem war sie ortsfremd und drittens litt sie noch unter den Folgen ihrer nicht verarbeiteten Entscheidung. Kann man doch so sagen, nicht wahr? Ja, grüßen Sie Wien. So, nächster Fall. So, Müller, Müller, kommen Sie an jetzt. Nein, Moment, Moment, Moment. Erst Pfister, Herr Anwalt, haben Sie einen Mandanten gefunden? Pfister, immer noch nicht. Schauen Sie auf dem Klo nach, vielleicht hat er sich reingestürzt. Ich gebe Ihnen 3 Minuten. So, so, Müller, kommen Sie ran. Jetzt werden Sie doch verarscht. Müller, warten Sie auf, ich will es kurz machen. Ich mache Ihnen ein faires Angebot. Ich verspreche Ihnen, ich gehe nicht drüber. Ich sage 6 Monate. Wie schaut's aus? Ist Ihnen zu viel, Herr Anwalt? Ihnen auch? Ha, das ist interessant. Herr Anwalt, Sie hätten es wissen müssen, gut. Dann gehen wir nach der Gebührenordnung vor. Mal schauen, ob Sie da was davon hatten. Das waren jetzt 3 Hähnchen im Gesamtgewicht von 1617 Gramm Inland unfrei. Das sind 11 Monate. Jetzt haben Sie den Salat. 11 Monate, im Moment, da ist noch ein Stern dabei. Was heißt das jetzt wieder? Ein Stern.
Wiederholungsfall, Sicherungsverwahrung, wenn Sie bitte aufstehen würden, es entgeht Urteilsverkündung in Sachen Müller. Herr Müller wird wegen schweren Warenhausdiebstahls zu 11 Monaten Gefängnis verurteilt. Anschließend ergehen 5 Jahre Sicherungsverwahrung. Begründung, es ist auch nach Strafverbüßung nicht sicherzustellen, wie Müller von seiner Sozialhilfe leben will, ohne zu stehlen. So, letzter Fall, haben Sie einen Mandant gefunden? Pfister! Immer noch nicht so! Dann geht Urteilsverkündung in Sachen Pfister. Herr Pfister wird zu 2000 Mark Geldstrafe verurteilt, Führerscheinentzug auf Lebenszeit. Sein Auto geht in die DDR. Begründung, Farbenblinde können wir in unserer Gesellschaft nicht gebrauchen. So, letzter Fall. Schmitz, sind Sie Schmitz? Ja, so, haben Sie einen Anwalt dabei? Keinen. Aha, Schmitz. Sie meinen, Sie haben das nicht nötig, was? Sie meinen, Sie werden im Recht? Ja, Schmitz, das ist mein Niedel, der herkommt. Aber das müssen wir erst mal feststellen, deshalb sitzen wir ja hier, nicht wahr? Schmitz, Sie wollten also Ihre Mieterhöhung nicht bezahlen, Schmitz. Was haben Sie denn bisher bezahlt? 617 Mark für 32 Quadratmeter Wohnklo mit Küche? Das ist anständig, so. Jetzt hat Ihr Vermieter neue Schallschutzfenster eingebaut und die Miete geringfügig auf 1120 Mark erhöht. Schmitz, nein, das gibt Ihnen eben nicht das Recht, die Kloschüssel aus der Verankerung zu reißen, am Kopf ihrer entsetzten Frau durch das geschlossene Fenster zu werfen, obwohl sie genau wussten, das ist der Kern des Straftatbestandes, dass um diese Zeit am Samstagnachmittag unter dem Hof ihr Hausbesitzer seinen neuen Opel wäscht. Was? Es war nicht die Kloschüssel. Was war's denn dann? Die Klobürste? Herr Schmitz, dafür war die Delle zu groß. Rein aus meinem Sachschaden. Schmitz, womit haben Sie geworfen? Schmitz! Die Zeit läuft! Der Ball ist rund, wollen Sie mich verarschen? Schmitz! Passen Sie auf, Schmitz, wenn Sie mir meine Zeit klauen, dann klaue ich Ihnen Ihre. So, es ergeht Urteil in Sachen Schmitz. Schmitz kommt in U-Haft, bis ihm der Gegenstand einfällt, mit dem er noch seinen Hausbesitzer geworfen hat. Jetzt fahren Sie wieder an zu heulen! Hätten Sie sich vorher überlegt, was? Wollen wir den Fall wieder aufnehmen können? Gute Frage, Schmitz, gute Frage, ja. Jetzt gehe ich erst mal auf Kur, dann gehe ich in Urlaub, dann kommen die Sommerferien, dann beginnt langsam das Weihnachtsgeschäft, dann kommt der Karneval, ja, dann ja, ich wird wohl vergehen, Schmitz, ja, da kann ich doch nichts dafür. Ja, was ist mit dir los? Nein, der Laden ist zu. Was? Kommen Sie morgen wieder, bitte? Wie ist der Name? Pfister, Moment, der Name kommt mir bekannt vor. Ja, Pfister! Gegen Sie ist Urteil ergangen, weil Sie nicht da waren. Das ist Saal 324, ja, das wüsste ich aber. Ich arbeite hier seit 15 Jahren. Bitte? Auf Ihrer Ladung steht 624. Ja, da ist ein Fehler in der Schreibstube. Ja, bist du? Nein, da geht doch links, rechts mit Leid. Nein, ich muss runter, meine Roulade bekommen. Herr Wachmeister, schmeiß den Mann raus. Haut ja!